Ja. Ist da wieder einer aus dem Bicetre entwischt? Oh, scheiße. Oh, fuck. Kein Zutritt ohne ein... Jetzt sagt man nicht, wir müssen jetzt wieder von vorne, ey. So, wir hätten da aus dem Fenster gehen müssen. Die Stadt begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Wir müssen doch aus dem Fenster da steigen. Ah, hab ich mir schon beinahe gedacht. Ey. Ist endlich Schichtwechsel? Na los, dreh dich um. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Schottendichte, oder? So, also im grünen Bereich, wie links auf der Karte, kann ich mich ja frei bewegen. Außer in diesem verdammten blauen Bereich. Nicht so. Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Ziemlich was los heute Abend. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Boah, merci. Un autre jour. So hat Geld Teig auch noch nie gesehen. Sicher, der Pübel würde heute aufbegehren. Sieht ja brutal geil aus. Sie ließ sich immer gerne jagen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Och, ich bitte euch. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Jetzt dahin! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erklär's dir später, aber nun zum Fenster raus.
Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Grins, grins. Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Fer. Hast du ihn gesehen? Nein. Hätte auch dringend Dienst haben können. Wir werden mal später flachlegen hier, Alter. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Ein paar Lastschleichen. Ne? Schöne Klimpermusik hier. Hoffe, du bleibst da durch. Bleibst nervverfluchte Steuerungstaste. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Holt sie dir ein paar neue. Jetzt splittern, Alter. Lauf. Na bitte, geht doch. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Hm. Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Oh, ist nicht dein Ernst, wa? Er hat Sire de la Serre getötet. Jetzt stecken wir ja voll in der Scheiße. Nein, das war nicht gut. Mal gucken, was uns jetzt hier gleich erwartet. Nein, ich war es nicht. Samir hatte das Messer. Bitte! Habt Gnade! Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns! Oh Gott, habt Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, du Perverser! Echt mal, zieh doch mal ein paar Klamotten an, du Drecksau. Bin ich? In der Hölle. Naja, Hölle ist bezweifelt. Ich denke mal, das sieht aus wie ein Knast. Und ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich aus der Kitchen ausbrechen. Naja, Knast und Folterkammer wahrscheinlich. Nicht die heißen Eisen. Bitte. Alles nur nicht das. Ich würde sagen,
machen wir hier mal Stopp. Und ich bin auch schon super heiß, wie es hier weitergeht. Also schaut rein und haut da rein. Bis dann.